2 Uhr abends. Nachmittags. Seit wann ist 2 Uhr abends? Eieiei. So, hier das Gras noch wegmachen. Samen haben wir mittlerweile schon wieder einiges gesammelt. So. Ah, krass. Die Ortschaft sieht ja schon schrecklich aus mit dem ganzen Gras hier. Aber so sieht es wieder ein bisschen besser aus. Im Schafsgehege sieht man kein Gras. Also friss schneller, du rotes Schaf. Bis du fett wirst und platzt. So muss das laufen. So. Hier wächst auch schon wieder was. Mann, geht das schnell hier. So, haben wir irgendwo noch eine Ecke, wo zu viel Gemüse rumsteht? Ja, hier zum Beispiel. Hier um die Kirche ein bisschen. Ja, der Gärtner einer Kirche hat auch viel zu tun. Ist halt nur scheiße, dass ich keine Arbeiten verteilen kann an die NPCs. Oh, das wäre noch eine geile Idee für Minecraft. Dass man, keine Ahnung, die irgendwie ausstatten kann, die Leute. Und denen dann Befehle erteilen. Wie zum Beispiel, du gehst her und suchst in diesem Radius Samen. Dann macht er ja automatisch die Dinger weg, die Grashalme. Oder dann drückst du einem ein paar Spitzhacken in die Hand. Du gehst los und suchst Eisen. Oder Kohle. Es wäre cool, wenn das ginge. Arbeiten verteilen. Es wäre klasse. Da müsste man sich nicht um alles kümmern. Man könnte besser bauen. Und natürlich müsste man vorher die Sympathie von der ganzen Dorfgemeinschaft erringen. Indem, dass man wirklich mit ihnen handelt oder dass man mit der Person handelt. Durch das so ein Sympathiebalken einfach entsteht. Und die halt dann wirklich Arbeiten für einen übernehmen könnten. Das wäre eine geniale Idee für Minecraft. Die würde mir gefallen. Da würde ich auch mit denen dann wirklich Handel betreiben. Und nicht versuchen, alles selber zu machen. Oder dann hergehen und, keine Ahnung, sagen, ihr züchtet. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. So, keine Ahnung, Minecraft meets, wie heißt, Black and White. Black and White war auch ein tolles Spiel. Gott spielen tut doch jeder gern, ob guter oder böser Gott. Ist beides toll. So. Aber jetzt reicht's hier gleich mit Grasmähen. Hat hohe Grasmähen. So, hier noch. Die Gegend geht ja auch mal voll, nicht? Eigentlich müsste ich hier noch so einen Querweg machen. Alter, habe ich da vorhin nicht gerade erst wegradiert, das ganze Zeug? Hier wächst auch schon wieder. Es wächst ja wie Unkraut, das Zeug. Ist ja schlimm. Es soll weniger werden, nicht mehr. Alter. Das Ausbreitungsverhältnis von Gras ist phänomenal. So, du kommst mit. Nicht nur, dass du dich selber siehst hier. Wäre natürlich scheiße. Ich mag zwar Grünzeug, aber das Gras nervt mich hier echt. Das hätten sie bleiben lassen können. Vor allem, weil das so vehement wuchert. Ich müsste aber wirklich wegen dem Vorschlag jetzt Mojang schreiben. Weil das wäre schon lustig. Die Idee... Das fluchtet sogar. Oh, ist das geil. Dann können wir hier noch einen Weg reinmachen. Einen Weg. Das machen wir auch schnell. Im Regen. Im Regen buddeln ist natürlich am schönsten. Da wird man so schön nass immer. So. Jetzt hier noch eine Stufe reinmachen. So, hier müssen wir rein. Dann machen wir hier noch einen schönen Weg draus. So, die Erde brauchen wir nochmal. Dann haben wir hier so eine Querverbindung.
Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. So. Alles wieder schön angleichen. So. Schon sieht es nicht mehr so künstlich aus. Nein, das fluchtet doch nicht. Dann machen wir halt so. Machen wir einen kleinen Knick im Weg. So. Eieiei. Wie habe ich den jetzt fabriziert? So müsste er richtig sein. Ne, so ist er richtig. So, dann dürfte alles passen. Scheiß Regen. Wer braucht den schon? Oh Mann. Eieiei, jetzt habe ich mir hier noch einen Block weggehauen. So. Jetzt muss man natürlich die Notversorgung anfangen. Also wieder das ganze Zeug holen, was wir brauchen. Hä? Ich habe noch 64 Setzlinge. Mein Wald wächst. Ist ja cool. Finde ich toll. Schöner Wald. So, den anderen müssen wir dann auch noch ein bisschen abholzen. Dass wir wieder Holz haben. Ah, wir haben ja so viel zu tun momentan. Hier natürlich. So. Hier kommt noch, wird noch ein paar Bäume gepflanzt. Dass auch wirklich das Bauernhaus schön aus dem Wald raus wächst. Rausguckt. So, hier brauche ich auch noch Erde. Muss ich auch noch die Lücke schließen. Hoppala. Gut, dass wir jetzt ein bisschen Erde dabei haben. Dann können wir gleich hier weitermachen. Ah, von einem ins andere hier heute. Ist ja brutal. Es ist Arbeit, die finde ich mir normal in 20 Minecraft-Folgen nicht. Deswegen muss ich hier auch einiges machen. So. Hier haben wir noch. War mal ein Creeper-Sprengloch mal wieder. Immer diese Löcher hier. So. 50 Setzlinge haben wir noch. Ah, ich werde dann ein kurzes Päuschen einlegen. Kurz mich sammeln wieder. Dass ich hier nicht auf einmal das Labern aufhöre oder was. Weil ich hier wieder mal so viel rede. Oh, der Wald ist schon... Ach, hier habe ich ja... Hier habe ich doch ein paar Wasserlöcher zugemacht. Sieht doch gleich schon viel, viel anders da aus. Mann, scheiß Regen. Da erkennt man so wenig. Oh, ein Soundbug. Ist ja cool. Ja, Bugfrei wäre es auch mal cool. Und ruckelfrei. Wenn die Framerate andauernd in den Keller geht, geht die Stimmung auch in den Keller. So. Immer diese Endermen hier, die mir hier alles ändern. Natürlich nicht so toll. Eieiei. Hier müssen wir noch ein bisschen Wald pflanzen. Hier runter kann was. Ah, der Weg gefällt mir so jetzt um einiges besser. Vor allem, weil er auch jetzt so schön sich ins Landschaftsbild einfügt. Ein paar Folgen kann es sein, dass er mir wieder nicht mehr gefällt. Naja, da bin ich immer schlimm. Immer sehr schlimm. Wenn es euch aufregt, sagt es einfach. So, jetzt füttere ich noch meine Hühnchen. Gehen wir noch auf Eierklau-Tour. So. Und jetzt will ich was Anständiges hier hören. Ja. Das ist was Anständiges. Monkey Island auf dem Ohr. Das macht glücklich. So. Direkt ein Ei durch die Tür aufgenommen. Alter, so viele Eier. Ihr spinnt doch. Ihr spinnt doch, ihr Hühnchen. Alter, hier muss er wieder konkrete Notschlachtung ran. Eigentlich können wir hier mit Hühnern alles ernähren. So. Uah. So, hier noch ein paar Hühnchen. Hier euer Samen. Vermehrt euch, habt euch lieb. Rudelbums. Aber jetzt muss ich rein der Tierhaltung wegen, dass dem besser geht. Rein Notschlachten. So, bringe ich noch den Samen los? Ja, habe ich. Alter!
so viele Eier. So, ich will Eier hier. Jede Menge Eier. So. So, noch ein paar. So, noch ein paar Eier haben wir ja. Alter. So viele Eier. Na, nicht mehr lustig hier. Alter. Hört, diese Eier liegen auch mal auf. Ich könnte hier, glaube ich, noch 2 Stunden rumstehen und könnte hier noch ein paar Dutzend Hühnchen hier rausbekommen. Alter. Ich kann hier kaum noch ein Ei werfen, ohne einen Huhn zu erwischen. So. Alter, hört ihr jetzt auf? So, ja, okay, dann geht's halt mal los und die erwachsenen Hühnchen abschlachten. Aber diesmal wirklich nur die Erwachsenen. Sehr vorsichtig agieren. Nicht, dass wieder so ein Kindergemetzel wird. So. Wird schon weniger. So, kann man ja fast ein Musikstück draus machen. Mit den toten Hühnchen. So, werden es schon weniger? Ja. So, ihr braucht euch nicht in die Ecke horten. So, aber weniger Hühnchen werden es. Das ist toll. Aber bis jetzt habe ich noch kein kleines erwischt. Ups. Kaum ausgesprochen, schon passiert. War klar. So. So, noch ein paar große hier. Alter. So viel Hühnchen. Das können wir doch nie im Leben fressen. Vor allem, wenn wir andauernd hier auf friedlich bauen und so. Da kann uns natürlich nie hungern. So, noch so viele große hier. Aber jetzt muss ich bald aufpassen, nicht, dass sie bald erwachsen werden. Aber so schnell geht es, glaube ich, wirklich nicht, dass sie so schnell erwachsen werden. Hier in Minecraft. So. Und wenn, wäre auch nicht so schlimm. Die Nachproduktion wäre schon gigantisch trotzdem. Alter. Noch so viel große Hühner. Hoppala. Noch ein kleines erwischt. So, da noch eins. Allein für den Tierschutz muss ich die schon umbringen. Das ist auch kein Leben eingepfercht mit Tausenden und Abertausenden von Hühnchen. Alter. So. Treffer. Ach so, die rennen immer dem Erwachsenen nach. Und wenn ich denen alle Erwachsenen nehme? Dann rennen sie keinem mehr nach. Aha, ich hab's geschafft. So, und ich bin eierlos. Achso, das ist ein Hühnchen. So, ein Huhn noch rausgekommen aus der ganzen Sache. So, jetzt können wir Fleisch brutzeln wieder. Ihr sollt reingehen. Ach, egal. Bleibt halt da drin. Bis ich mit das nächste Mal wieder mit Samen um die Ecke komme und euch fütter. Ah, der Wald ist gewachsen. Ich glaube, der ist fast ein bisschen gar groß. Ach, muss man sehen. Bin ich noch gespannt. Nee, passt soweit noch. So, das Hühnchen ab in den Backofen.